Herzlichen Glückwunsch dem Jubilar, in diesem Fall herzlichen Glückwunsch 30 Jahre Biosphärenreservat Rhön. Und gemeinsam ist es gelungen, dass Hessen, Thüringen und Bayern vor 30 Jahren diese wunderbare Region, die sanften Hügel der Rhön, die Menschen gemeinsam sich entschieden haben, dass hier diese Natur, diese Einzigartigkeiten, ihre unheimlichen Vielfalt hat Biosphärenreservatscharakter und man hat sich gemeinsam entschieden, diesen Weg auch zu gehen. Biosphäre, das heißt nachhaltig wirtschaften, Biosphäre, das heißt im Einklang mit der Natur leben. Und ich bin auf meinen Streifzügen in der Rhön nicht nur auf wunderbare, engagierte Naturschützer und Naturschützerinnen vor Ort getroffen, sondern auch auf Menschen, die mit ihrer Region unheimlich verbunden sind, sie erhalten und sie entwickeln wollen. Uns ist schon viel gelungen. Wir wollen die Regionalentwicklung stärken. Sie haben mit vielen Dachmarken vor Ort auch schon dazu beigetragen, dass viele, viele Veranstalter oder auch Gaststätten, Hotels sich mit der Marke Biosphäre Rhön längst verbinden. Die Biosphärenregion Rhön ist bekannt weit über die drei Bundesländer hinaus. Da ist unheimlich viel gewachsen, dank des Engagements aller natürlich Verwaltungsstellen, wie auch in den Gemeinden, aber auch all jener, die die Marke im Herzen mit sich tragen und dafür werben. Wir wollen Sie damit weiter unterstützen. Auch in diesem Jahr unterstützt das Thüringer Umweltministerium alle Fragen der Regionalentwicklung. Sie haben nicht nur die Biosphärenregion vor der Haustür, sondern auch das wunderbare Grüne Band, was nationales Naturmonument ist. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, unsere Naturschätze zu schützen, sie zu entwickeln, Menschen zu unterstützen, die sich dafür einsetzen. Herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren auf gute weitere Zusammenarbeit. Liebe Bürgerinnen und Bürger aus der Rhön, sehr geehrte Damen und Herren. Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön wird 30 Jahre alt. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesen 30 Jahren länderübergreifender Zusammenarbeit mit vielfältigen, wegweisenden Projekten in Hessen, Bayern und Thüringen. Das Biosphärenreservat Rhön hat sich in dieser Zeit einen hervorragenden internationalen Ruf im Kreis der UNESCO-Biosphärenreservate erarbeitet. Dank der erfolgreichen Arbeit der Hessischen Verwaltungsstelle im LIFE-Projekt Hessische Rhön liegt in Hessen ein Schwerpunkt auf dem Erhalt dieses Hotspots der biologischen Vielfalt. Die Unterstützung des Landes in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro ist hier am richtigen Platz. Mit zahlreichen weiteren Maßnahmen und Projekten jedes Jahr stellt sich das Team der Verwaltungsstelle den aktuellen Herausforderungen, engagiert sich für den Schutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt und die nachhaltige, umweltgerechte Entwicklung des ländlichen Raums. Wie regionale Wertschöpfungsketten nachhaltig funktionieren können, zeigt das Beispiel Rhönschaf. Die Hessische Verwaltungsstelle, das LIFE-Team und insbesondere der Verein Natur- und Lebensraum Rhön setzen sich mit unterschiedlichen Projekten für das Maskottchen und den Sympathieträger des UNESCO-Biosphärenreservats ein. Außerdem ist im Jahr 2020 das Artenhilfsprojekt Rotmilan in der Rhön das bislang größte länderübergreifende und umfassendste Projekt mit beispielloser ehrenamtlicher Beteiligung erfolgreich abgeschlossen worden. Die Projektleitung hierfür lag auch bei der Hessischen Verwaltungsstelle und wird zukünftig auch dort für uns weitergeführt. In den zurückliegenden Jahren konnten wir die Arbeit der Verwaltungsstelle zur Förderung des Erhalts der biologischen Vielfalt mit jährlich 150.000 Euro zusätzlich unterstützen. Damit legen wir eine Grundlage dafür, dass die Projekte und die Zusammenarbeit fortgesetzt und hoffentlich auch noch intensiviert werden können. Meine Damen und Herren, mein Dank gilt ebenso dem Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V., der die gesellschaftlichen Kräfte der Rhön bündelt und deren Interessen in die Arbeit einbringt.
Seit der Gründung des Biosphärenreservats leistet der Verein einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag für die ländliche Regionalentwicklung in der Hessischen Rhön. Sowohl durch die Umsetzung der LEADER-Förderprogramme als auch als Plattform für Dialog und Vernetzung der Menschen vor Ort. Auch viele weitere Partner unterstützen die Ziele des Biosphärenreservats maßgeblich. In den vergangenen 30 Jahren hat sich gezeigt, die Auszeichnung als UNESCO-Biosphärenreservat ist ein Qualitätssiegel. Sie steht aber auch für eine Selbstverpflichtung aller politischen und gesellschaftlichen Akteure für die kommenden Jahre. Daher wünsche ich auch in Zukunft viel Erfolg, gute Kooperation und ich freue mich auf ein Wiedersehen in der Rhön. Sehr verehrte Freunde, liebe Förderer und Unterstützer unseres Biosphärenreservats in der Rhön. Wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre Anerkennung für Ihr Tun für das Biosphärenreservat durch die UNESCO. Ein wahrhaft stolzes Jubiläum, zu dem ich von ganzem Herzen gratulieren möchte. Für was steht eine Modellregion und für was steht sie seit 3 Jahrzehnten? Für eine länderübergreifende Zusammenarbeit, für eine erfolgreiche, nachhaltige Regionalentwicklung und für ein herausragendes Engagement und einen Gestaltungswillen vor Ort, eigene Heimat in die Hand zu nehmen. 30 Jahre Biosphärenreservat ist eine einmalige Erfolgsgeschichte, ein großartiges Gemeinschaftswerk, viele Akteure und ein Vorbild für ganz Deutschland. Meinen großen Respekt und herzlichen Dank an alle, die diese Erfolgsgeschichte geprägt und mitgeschrieben haben. Die Bayerische Rhön, sie setzt Maßstäbe beim Erhalt von Lebensräumen und Landschaften. Land der offenen Fernen, einzigartige Kulturlandschaft, durch Landwirte geschaffen und durch Landwirte erhalten, in Kooperation, seit 25 Jahren Spitzenreiter im Vertragsnaturschutz in ganz Bayern. Eine hervorragende Zusammenarbeit von der Landwirtschaft und dem Naturschutz. Bei der nachhaltigen Entwicklung seit 15 Jahren Aufbau regionaler, lokaler Wertschöpfungsketten. Intensiv und erfolgreiche Arbeit, breite Angebotspalette, die Sie zur Verfügung stellen und ein Qualitätsprodukt mit einem Siegel, Qualität des Biosphärenreservats. Bei Bildungsangeboten und Informationseinrichtungen seit 1997 kontinuierlich im Aufbau eines breiten Netzes an Bildungs- und Informationseinrichtungen. Das Biosphärenzentrum Haus der Schwarzen Berge, das Biosphärenzentrum Haus der Langen Rhön, die Infostelle am Schwarzen Moor, die Umweltbildungsstätte Oberelsbach im Einrichtungsverbund Rhoniversum. Meine Damen und Herren, ich gratuliere heute einem der ältesten Biosphärenreservate in Deutschland zu seinem Jubiläum. Ich gratuliere keiner Institution oder einer abstrakten Einrichtung. Ich gratuliere Ihnen, ich gratuliere Menschen, die hinter dieser Modellregion und dieser tollen Idee stehen. Die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Erfolg des Biosphärenreservats Rhön ist kein Zufall. Es ist das einzigartige, tolle Ergebnis Ihres Engagements von Bürgerschaft, Landnutzern, Landkreis, Gemeinden und den staatlichen Stellen. Alle arbeiten Hand in Hand für ein großes Ziel, unser Biosphärenreservat. Und das mit hervorragendem und tollen Erfolg. Ich danke allen Ideengeber, Initiatoren und Gestaltern für ihre Leidenschaft und ihren Einsatz im Biosphärenreservat Rhön. Mein Appell, lassen Sie nicht nach in Ihren Anstrengungen. Gemeinsam weiter für unser UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch und bleiben Sie gesund.